Moin Leute, hier ist immer wieder eine neue Runde Borderlands 2 ist hier parat. Jo, wir haben ja das letzte Mal schön Missionen gemacht. Und die Haare schön. Die haben wir als letztes gemacht. Jetzt müssen wir unseren Claptrap gleiten. Der will in Feindesgebiet, der will so einen komischen Zwerg. Genau, ich glaube, der ist letzte Folge schon vorgelaufen. Wir laufen einfach mal hinterher und gucken mal, wo der so rumlungert. Da lungert er. So, dann kannst du ja erstmal ein bisschen da unten Platz seibern. Ja, die Gegner tauchen gerne mal wieder auf. Ja, es dauert auch eine Weile. Es ist nicht so schlimm wie bei Far Cry 2, dass wenn man sich umdreht, die Gegner gleich wieder da stehen. Das nur mal so nebenbei. So, der erste ist Bam. schon weg. Da kommt der Fisherman. Bam, bam, bam. Lichter. So, hält aber ganz schön was aus. Die ist ja auch nicht aus Zucker. Das ist ja bei Borderlands immer so, die hatten viel aus, gell? Die ist nicht so einfach. Ich halt mir aus. So, wer ist denn jetzt hier noch? Wo krieg ich denn als Schaden her? Hinter dir! Ach. Jetzt sehe ich doch, ich denke, also, was ist das denn? Klebt, wieso sagst du da nichts? Na, jetzt habe ich dem hier auch schon zweimal kritischen Na, Schaden verpasst. jetzt machen wir die alle kalt, da kommt Crabclaw mit einem coolen Spruch um die Ecke. Jetzt müssen wir gleich mal aufpassen. Achtung! Was hast du getan? Das waren Menschen mit Familien und Freunden und Hörern und Claptrap ist wie immer der Allerhetzte. Er ist ein richtiger Gutmensch. Der bringt die besten Sprüche. Was haben wir denn hier überhaupt für Waffen gerade parat? Wie viel Platz haben wir überhaupt? Oh, mein Alles in Inventar ist Fragen? voll. Aha. Hier liegt noch eine Knarre rum, wenn er die. Dann nehme ich die mit und dann gehen wir erstmal zurück zum Verkaufen, weil. Ist vielleicht sinnvoller. Nehmen wir einfach mal mit hier. Kann man hier irgendwo jetzt demnächst? Das ist erst später, das Verkaufslager. Dann Das ist laufen im wir mal schnell nächsten Lager. zurück. Wir laufen einfach schnell zurück. Sollte man übrigens öfter tun, einfach mal Sachen verkaufen, damit das. Genau, damit man immer wieder Platz hat. Man kann dann her, wenn man in Sanctuary ist, bekommt man Kristalle. Für die Kristalle kann man ja Platzerweiterung kaufen für sein Inventar und für die Bank. Man bekommt ja noch so eine Bank in Sanctuary. Da kann man auch Zeug lagern. Aber bis dahin sollte man immer alles verkaufen, aber wie schon gesagt, wenn Inventar gibt's, naja, kann man nachher auch vergrößern. Das ist kein Problem. Unten kann man auch einfach nur Schrott verkaufen machen. Aber wenn man keinen Schrott hat, gibt's das natürlich nicht, dass man Schrott verkaufen kann. So, was habe ich denn hier alles? Das ist schon mal besser als die ich drin habe, anscheinend. Hier habe ich eine Sniper. Verkaufen, verkaufen, Was mache ich denn verkaufen. hier? Was habe ich denn hier überhaupt ausgerüstet, aha? Scheint alles besser zu sein, als das, was ich ausgerüstet habe. Hä? Naja, wie dem auch sei. Ich behalte die hier mal. Die kann ich verkaufen. Die behalte ich mal, Explosionsschaden. Aber die ist grün, die ist weiß. Ach, weiße Waffen. Braucht kein Mensch. Aus die Maus jetzt. Erforderliches Level 5. Aha. 21 mal 2. Verbraucht 2 Schuss bei Munition. Ja, dann mache ich die hier noch weg. Und die. Warum ist sie eigentlich ein X? Alles so Fragen, die ich mich zu fragen wage. Persönlich, was haben wir hier noch? Wangsaufzeichnung, Schilde. Das brauche ich nicht. Das war das. Das brauche ich nicht. Ich habe ein besseres Schild drin. So.
Ist ja nicht so, dass man umsonst das auch noch macht. Man bekommt ja auch Punkte dafür, wenn man so und so viel Transaktion hinter sich bringt. Genau. Man sollte immer wieder verkaufen, weil genug Platz ist hier erforderlich, weil jeder lässt ja was fallen und man will auch immer alles mitnehmen. Man ärgert sich immer, wenn man was liegen lässt, weil ich erinnere mich nur an Skyrim, wenn man da irgendwo in Dungeons reingeht, dann muss man immer die Hälfte liegen lassen oder man schleicht sich dann eben den ganzen Rest noch da lang, weil man eben alles mitnehmen will. Ich hab da auch immer die Taschen voll. Ja, das ist es. Will einfach nichts liegen lassen. Bringt ja alles Geld. Geld nimmt übrigens keinen Platz weg. Nee, aber... Das ist ähnlich wie bei Skyrim. Geld nimmt keinen Platz weg. Wenn man hier stirbt, dann muss man ein bisschen Geld bezahlen und es wird auch immer teurer. Je öfter man drauf geht. Je öfter man drauf geht. Aber man verliert wenigstens seine Ausrüstung nicht. Genau. So, hier ist ein Fass installiert. Voll der Psycho, der mich hier angreifen will. Ach, scheiße, Fass ist schon kaputt. Ja, ich war so frei. So, da kriegt er eine schöne mit der Pumpgun auf dem Bläs. Muss ja am besten immer schön in Deckung bleiben. Weil wenn man frontal, das bringt bei den Spielen ja meistens nichts. Das geht meistens nur nach hinten los. Drauf zurennen und einfach bam bam bringt nichts. Es sei denn, man ist jetzt ein bisschen stärker als die anderen. Man kann ja auch, wenn jetzt jemand das Spiel spielt, ist Level 20 oder was weiß ich. Und da fängt einer an wieder. Da kann derjenige, der Level 20 ist, seinen Charakter trotzdem nehmen und dem helfen. Dann am Anfang von dem Spiel. Und dann ist das kein Problem und der eine steigt dann schnell auf. So, jetzt sitzt aber bald genug seine Gewesen. So. Nehmen wir mal alles auf hier, Kisten durchgeguckt heißt. Ja, hier oben ist noch eine große Kiste, wo noch Waffen und so drin sind. Geh ich mal hin. Guck ich mal, was da los ist. Ja, die ist etwas versteckt. Aber die ist nicht so gut versteckt für uns, weil wir haben Adleraugen. Man nennt uns auch. Die Bro Adleraugen. Ja. Die Bratleraugen nennt man uns auch. Die Bratlaufen. So, ganz einfacher Sprung war das, weil wir sind Fachmänner. So, was haben wir jetzt hier? Die ist schon mal geil, die nehme ich an mich. Hier ist noch so eine geile drin. Ich mag ja, wenn sie so Effekte haben, dass Leute dann noch in Flammen aufgehen und sowas. Peak, ich warte mal, bis du hier bist, da kannst du dir ja auch so eine nehmen, falls du eine haben willst davon. Gut, ich wechsle gerade mal. Eine Waffe einher kann, bekommt man auch dann die Slots noch frei. Da kann man also vier Waffen nehmen. Momentan kann man, muss man sich immer nur zwischen zwei entscheiden. Hier ist eine schöne Shotgun. Ich mach mal. Die Shotgun ist natürlich auch interessant. Ja, die Shotgun hier, dann mache ich die mal weg. Und nehme die hier mal. Wechsle ich die Shotgun. Grüne Shotgun. Eine Weise, ich das sehe. Wieder so viel Zeug eingesammelt hier. Ich habe überlegt, ob man das Bild, das man vielleicht besser sieht, anders machen sollte, nicht? Also du weißt, was ich meine. Hälfte, Hälfte. Statt. Rechts, links? Ja, rechts, links. Wollen wir mal ausprobieren? Weil so sieht man nämlich, sehe ich jetzt zum Beispiel nicht da, was ich da im Rucksack drin habe.
Wir probieren das mal kurz aus. Moment mal, Leute. Gucken einfach mal Option. Gameplay. Können wir gerne tun. Splitscreen Ausrichtung, horizontal, so, bam. Gut. Probieren wir das mal aus. Dann bin ich jetzt unten und der Shinobi ist oben. Richtig. So, jetzt sollte ich meine Waffen noch einmal. So, jetzt sehe ich auch hier, was ich hier drin habe. Hey! Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur. So, die brauche ich erstmal mit Level 5. Nur, dass es eben aus. So, die beim Nachladen sortieren und ich mit. Ich hole es schnell an. Komm mal. Ja, braves Mädchen. Oh, ich bin hart. Sag hallo. Arschgau, sag hallo. Autsch. So, die explodieren in einer Zeit. Ich weiß nicht, was sie gegessen haben. Nein, das waren nicht die, das waren die Granaten, die sie mit umgeschleppt haben. Ich weiß. Granatenschorfs nenne ich sie auch gerne mal so. Jetzt kommt gleich unser erster Boss, den wir killen müssen. Da ist er schon, Claptrap. Ja, den will alte ich tatsächlich gar nicht killen. Das ist Bum Bum. Haben wir eigentlich schon unsere Spezialattacken, die wir benutzen können? Oder hat man die erst mit 5, gell? Das ist zu 5 bekommen, die, glaube ich. Ja. Kann sein. Dass man die Punkte setzen kann. Wie dem auch sei, wir machen jetzt an dieser Stelle mal Schluss. Die Viertelstunde ist schon rum. Und den Gegner könnt ihr dann in unserer nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play Borderlands 2 angucken. Jo, würde ich auch sagen. Dann, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.